Servus Leute, der Devi mal wieder hier. Ich habe heute hier ein kleines How-To-Video und zwar möchte ich meiner EMF eine neue Farbe verpassen. Und das machen wir ganz einfach hier mit diesem EMC-Kit. Ja, und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie man das macht, wenn ich dann sowieso schon dabei bin. So, das ist meine EMF 100 oder eMAG MG 100 oder wie auch immer. Also hier steht noch MG 100 drauf und ich werde sie auch MG 100 nennen. So, da schon mal dazu. Ja, so sieht sie momentan bei mir aus. Ich habe hier dieses Camo-Muster, in 3D gedruckten kurzen Shroud für vorne. Ja, haben wir hier vorne drin, kann ich euch auch gerade noch mal zeigen. Einen Freaklauf und zwar mit dem Apex Ready Front hier, der kurzen. Ja, damit kriegt man ein recht schmales Setup hin. Ja, aber um den komplette Body hier oben ändern zu können, müssen wir einmal die ganzen Accessoires wegmachen. Und ja, das machen wir doch gerade eben mal. So, dann machen wir hier vorne den kurzen Shroud ab. Den werde ich dann später auch dann in der Farbe lackieren. Dann machen wir einmal hier hinten die Schulterstütze ab. Das geht hier unten ganz einfach mit diesem Hebel. Den machen wir einmal auf, komplett. Und dann kann ich die hier nach hinten rausziehen. Dann ist die auch schon fort. So, dann drehen wir die Flasche ab. Auch das alles noch gar kein Problem. So, ich benutze hier das ganz normale Blended Clips Toolset, was da dabei ist, immer. So, und dann schauen wir jetzt mal. Müssen wir hier die kleinen Schrauben aufmachen. Theoretisch, jawohl, den Body, den Upper quasi vom Lower trennen. Ich klemme die Schnipsis hier auf. So, jetzt gucken wir mal, ob da noch irgendwo was fest ist. Ja, und zwar der Eingang hier oben müssen wir noch freimachen. Ja, also hier ist ein bisschen knifflig. Man muss die auseinanderdrücken und gleichzeitig hochziehen. Also das war wirklich ein bisschen schwierig jetzt. Aber ich habe es geschafft. Also kann ich die zwei Hälften jetzt endlich auseinandernehmen. So. Und dann kommt die erstmal zur Seite. So. Dann packen wir hier einmal die Original aus, beziehungsweise die ich jetzt reinbauen will. So, da drehen wir schon. Das sieht alles ziemlich ähnlich aus.
packen wir das doch einfach wieder da rein und machen das wieder zu. So, bevor ich das vergesse, ich mache jetzt das hier wieder in der alten Farbe da rein, weil ich das natürlich ja, so dann eigentlich am coolsten finde, weil da kommt ja dann auch die andere hier wieder dran, die andere Schulterstütze. So, und dann gucken wir mal, ob ich das jetzt da wieder so einfach reinkriege. So, okay, also rein ist definitiv einfacher wie raus. Von denen ist jetzt natürlich hier in dem Kit keins drin. Aber finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil ich das ja sowieso mit dem mit der anderen Farbe noch zusammenspiele. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. So, wir gucken jetzt gerade noch mal, was jetzt hier noch drin ist. Ups. Das sind alles noch die Schrauben und das habe ich ja alles noch. Können wir vom alten verwenden. So. Gut, ich fange jetzt damit an. Ich muss mal hier die Käppchen wieder reinmachen. Und ja, die lasse ich auch in der Farbe, weil es soll ja gemischt werden. Warum ich das Ganze mache? Ja, weiß nicht. Ich finde die Farbe, also diese Farbmischung einfach cool. Und deswegen mache ich mir hier die ganze Mühe. Und theoretisch könnte man dann sogar hingehen und die Frontschlaufe hier vorne, wenn man sich hier keine 3D-gedruckte holen möchte, einfach die hier nehmen und quasi hier so absäbeln und dann hat man auch wieder eine kürzere. Mache ich jetzt nicht, weil ich habe ja eine 3D-gedruckte, von daher ist mir das eigentlich relativ egal. So. Packen wir die da wieder feste rein. Nach fest kommt ab. Das wollen wir nicht. Dann schrauben wir hier die Schrauben schon mal rein. So. Das muss ich mir gerade überlegen. Ja, doch passt. Ach, die wird so leicht. So. Ja, so sieht sie jetzt aus. Basteln wir sie mal noch fertig zusammen. Jetzt machen wir noch einmal die Flasche wieder dran. Wieder hinten rein. Ich nehme einen kleinen rausnehmen. Das war ein bisschen zu weit. Ups. So, ein bisschen runter. Kommt mit dem Daumen dann nicht mehr zwischen. So, der ist wieder fest. Dann den hier wieder hin. So. Dann haben wir einmal den Frontschlauch, den gedruckten. Wie gesagt, der wird noch in schwarz lackiert. Und wir schrauben den Lauf wieder rein. Und schon sind wir fertig. Ja. Also ich finde, wenn man das mal gemacht hat, ist es eigentlich relativ easy und man hat direkt einen anderen Look. Ne? So sah sie vorher aus. Nochmal zum Vergleich. Sieht gleich. Ich weiß nicht, gefällt mir so irgendwie einfach besser. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. War jetzt nichts Spannendes. Wie gesagt, nur ein bisschen EMC-Kit anschrauben. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaut gerne mal beim Paint Extreme Shop vorbei, da habe ich den gekauft. Und lasst mir auch gerne mal ein Like auf meinem Instagram-Account, da werde ich hier verlinken. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.